hey und hallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Morgen, Nachmittag, wann ihr mehr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet, wenn es wieder heißt, das Brett zum Sonntag, da ist es. Einen wunderschönen, oh Gott, heute ist wieder so ein Tag, wo ich mich echt schwer aus dem Bett schälen konnte und mir gedacht habe, oh Gott, und jetzt musst du noch das Brett zum Sonntag machen, jetzt bin ich übel, aber ich wäre lieber liegen geblieben. So sehr ich jeden einzelnen von euch mag. Ach Gott, wir hatten irgendwie bis 1 Uhr eine hervorragende Pen-and-Paper-Runde. Wir haben endlich wieder angefangen. D&D 5, Eberron hat vom Setting her total was von Arcane, die fantastische, wirklich grandiose League of Legends-Serie auf Netflix. Love it. Da erinnert mich Eberron, die Welt von D&D, mega dran. Also das war echt großartig. Dann ist leider unsere Motte gerade krank. Geht ja überall rum, Gott sei Dank kein Corona. Zumindest sagen die Tests, was ja schon mal gut ist. Aber Schnupfnase, Husten, die hatten wir dann irgendwie heute Nacht auch zu uns ins Bett geholt. Und es ist immer wie es ist. Jeder von euch, der Kinder hat, wird es wissen. Kleine Wesen können sich sehr, sehr breit machen. Ich weiß nicht, wie oft ich heute Nacht wieder irgendwie ein Knie im Rücken hatte. Oder dann wurde ich mal freundlich angehustet, so mitten ins Gesicht. Also das macht echt Spaß. Also ich glaube, ich trinke gleich einen Kaffee, werde frühstücken und werde dann wieder ins Bett gehen oder sowas. Ach ja, wir hatten heute eigentlich einen Spielernachmittag gehabt. Den haben wir aufgrund des kranken Kindes leider auch abgesagt. Während Cat und ich was zu zweit spielen. Auch das geht ja, wenigstens was spielen. So. Ansonsten, ja, es ist wieder Sonntag. Ich habe mir mal wieder ein Thema rausgesucht, was mich beschäftigt hat und wo ich sehr auf eure Meinung gespannt bin. Dadurch, dass ich heute ein bisschen platt bin, habe ich mir eigentlich vorgenommen, es nicht zu sehr auszuweiten. Am Ende quatsche ich wahrscheinlich trotzdem wieder 20 Minuten oder sowas. Wir werden sehen. Ich bin da, wie gesagt, sehr auf eure Meinung gespannt. Wir gehen erstmal auf das Thema von letzter Woche ein. Und da ging es ja darum, sind ältere Spiele besser oder nicht? War eine provokante Frage ein bisschen in den Raum gestellt. Und ja, hat wieder viele, viele Antworten mit sich gebracht. Danke euch, jedem Einzelnen, jeder Einzelne von euch, die sich daran beteiligt haben. Waren sehr spannende Sachen dabei, die auch ja, verschiedene Seiten beleuchtet haben. Das mag ich immer so am Brett. Dass ihr da wirklich eure Meinung bringt, die wirklich vielschichtig ist, aber immer auf einem sehr, sehr coolem und anständigen Niveau diskutierte. Dafür vielen Dank. So, und dann haben wir hier als erstes Sterni. Und Sterni schrieb, also ich bin ja noch nicht lange dabei, aber ich fühle mich von den neuen Spielen erschlagen. Ich schaue mir dann irgendeine Topliste an und die Hälfte der Spiele kann ich gar nicht mehr bekommen oder sie kostet mehr, als ich Miete im Monat bezahle. Ja. Wollte mir letztens Company of Heroes All In nachkaufen. Der Zuschlag auf eBay war dann bei 750 Euro. Alter, das ist pervers. Aber da soll dieses Jahr auf jeden Fall ein neuer Kickstarter kommen mit Addons und dann kann man halt wieder den Basis-Pledge und den alten All-In zu einem normalen Preis bekommen. Also das vorweg. Selbst so Spiele wie Arche Nova bekomme ich im Moment nur für Mondpreis 90 Euro, nur weil es gerade nicht verfügbar ist. Klar, so ist der Markt halt, aber es ist schon ärgerlich. Früher gab es da mal so Spiele wie HeroQuest, die waren zwar teuer, aber man hat sich das halt das eine Spiel gekauft und das jahrelang gespielt. Und es hat Spaß gemacht. Aber es ist ja alles zu viel geworden und du wirst von allem erschlagen. Steam, Netflix, Disney Plus, ach und Arbeit sollst du auch noch. Vielleicht waren die Spiele früher nicht besser, aber es war entspannter. Mag sein, dass es für die Jüngeren nicht so ist, weil sie es nicht anders kennen. Aber ich, alter Sack, habe da manchmal Probleme mit. So, ich gehe zur Runde. Derek schaut und trinke dabei einen guten Whisky. Sterni. Slansche, sage ich dazu nur. Ja, das ist, ich weiß nicht, also ich verstehe es, weil ich habe das Problem teilweise selber. Auf der anderen Seite denke ich, ja, vielleicht motzen wir halt einfach alle. Das ist so dieses Altersmotzen, dieses, früher war alles besser. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir mit Konsum und Produkten immer mehr erschlagen werden. Also ich kann mich davon ja auch alles andere als von freisprechen, um Himmels Willen. Aber es ist einfach viel, gar keine Frage. Das sorgt natürlich dafür, dass wir viel Auswahl haben und viel Variation. Aber auf der anderen Seite, ja, schwierig. Gute Frage, nächste Frage. So, dann haben wir den Markus Biber. Markus, auch hier, Grüße gehen raus, good morning. Verallgemeinern kann man das sicher nicht. Es gibt viele gute ältere Spiele, aber es kommen auch immer noch gute neue Spiele raus. Was man sich sicher beherzigen sollte, vielleicht mal ein altes Spiel spielen, statt immer gleich den neuen heißen Scheiß zu kaufen. Aber da muss ich mir erstmal an die eigene Nase greifen. Ich mache mit übrigens, ja.
Und jetzt, wo ich alles von Agricola zusammen habe, kommt die Big Box. Hoffentlich sind da nicht zwei exklusive neue Karten oder sowas drin. Boah, ja, ich höre bloß auch bei Agricola, was bei mir tatsächlich genauso. Ich habe es mir auch irgendwie vor 3 Wochen endlich mal gekauft. Und was ist, eine Woche später wird die Big Box angekündigt. Ich denke mir, ja, so viel auch super. Danke, ganz, ganz großartig. Aber naja, gut, it is what it is. Und ja, ich fürchte auch, da werden irgendwelche Sonderkarten noch drin sein. Muss ja wieder was Neues drin sein. Ach, scheiße, ey. So, und dann haben wir noch den XC Sven. Guten Morgen. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt übrigens. Ich kann für nichts garantieren heute. Guten Morgen. So, XC Sven. Meiner Meinung nach gibt es heute eine größere Vielfalt an Spielen und mehr Mut beim Kombinieren von Mechaniken und Designs. Optisch hat sich auch extrem viel getan, was leider nicht immer zu guten Spielen führt. Ich kann momentan eigentlich gar nicht genau sagen, ob alt gegen neu im Vergleich besser ist. Aber Oldtime-Favorites sind ebenfalls Burgen von Burgund sowie Terra Mystica und Glenmore 2. Letzteres ist eigentlich zu neu, würde aber wohl ohne seinen Vorgänger nicht existieren und die Mechanik ist größtenteils gleich. Also zähle ich es mit. Ja, der Rondell-Mechanismus von Glenmore, der hat da seine große Rolle zugespielt. Ich glaube, es war auch so eins der ersten Spiele, was überhaupt diesen Rondell-Mechanismus hatte. Und ja, es stimmt schon. Also da sind natürlich auch die Sachen, du hast es angesprochen, Sven, dass viele, viele Spiele ja, und ich glaube, das ist heute viel mehr, als es damals der Fall war. Machen wir vielleicht auch mal ein eigenes Brett zum Sonntag zu. Dass viele Spiele optisch sehr opulent sind, auch von der Materialschlacht her, aber dann auch einfach ein Blender sind. Wo man sagt, ja, es sieht geil aus, es hat geile Komponenten, aber spielerisch ist es so, wow, total belanglos. Da gibt es ja leider auch einige so Beispiele. Ich wollte jetzt gerade schon wieder ausholen, aber da mache ich mein eigenes Brett zum Sonntag zu. Wann sind Spiele Blender? Glaube ich, ein cooles Thema. So, jetzt haben wir erstmal das Thema, wo ich mir auch Gedanken zugemacht habe, weil ich habe da letztens eine spannende Diskussion zu gehabt und da geht es um Spielepreise. Spiel des Jahres ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Also in Anführungsstrichen ist im Juli erstmalig, gehen die auf ein Wochenende. Das war ja sonst immer montags. Jetzt ist es auf einem Wochenende samstags, wenn die Berlin-Con ist, was ja cool ist. Dann haben die nicht auf der Berlin-Con, das ist natürlich getrennt, aber haben halt relativ in der Nähe von der Berlin-Con sogar eine kleine Gala, wo dann der Gewinnerpreis gegeben wird. Und was ganz cool zur ganzen Sache ist, dass wir dann sagen können, erstmalig sonntags auf der Berlin-Con kann man dann das Spiel des Jahres schon kaufen. Also wahrscheinlich, wenn sie schon vorher aus irgendwelchen Gründen ausverkauft ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt hatte ich letztens auch eine Diskussion mit dem Thomas, da haben wir allgemein so ein bisschen über Spiel des Jahres und wie modern ist das, und das Spiel des Jahres muss ich ja auch immer wieder die Kritik gefallen lassen, dass es ja schon etwas angestaubt ist und ja, wie weit so eine Jury darüber beurteilen kann, wie weit macht es Sinn, zum Beispiel zu sagen, okay, man beteiligt halt auch die Leute daran oder dass man vielleicht eine Vorauswahl treffen kann. Und viel spannender finde ich bei der ganzen Sache, und da bin ich auch mal sehr auf eure Meinung gespannt, und da reden wir mal über Spielepreise im Allgemeinen. Es gibt ja wirklich viele. Es gibt das Spiel des Jahres, es gibt den deutschen Spielepreis, es gibt von sehr vielen Bloggerkollegen gibt es irgendwelche Preise. Und was ich ganz spannend dabei finde, ist, ja, es geht natürlich immer darum, was ist jetzt das Spiel des Jahres, das beste Spiel, aber es gibt ja dann auch immer so Rubriken. So, und ich bleibe jetzt mal bei Spiel des Jahres, weil das natürlich der prestigeträchtigste Preis international schon ist, kann man sagen. Und da gibt es ja das Kinderspiel des Jahres. Dann gibt es das Kennerspiel des Jahres zumindest inzwischen. Das wurde, glaube ich, 2007 eingeführt. Und es gibt das Spiel des Jahres. Was man dabei nicht vergessen darf, das wird ja oft übersehen, es sind ja immer nur Empfehlungen. Es wird ja gar nicht das Spiel des Jahres im klassischen Sinne gewählt, sondern es wird eine Empfehlung ausgesprochen. Blicke ich auch nicht so richtig durch, aber um das auch mal gesagt zu haben, weil letztendlich, es wird ja auch überall der Pöppel drauf geknallt, wenn es gewinnt, und dann ist es das Spiel des Jahres. Und dann gibt es ja auch Spiele, die kommen auf die Empfehlungsliste, und aber wie gesagt, es wird dann das Spiel ausgewählt, was das die Hauptempfehlung ist vom Spiel des Jahres. Irgendwie sowas. Wie gesagt, ich blick's auch nicht so richtig. Shame on me. Darum soll es aber auch jetzt gar nicht gehen, was ich nicht blick. Hashtag noch kein Kaffee. Sondern ich finde es ganz, ganz spannend, in dem Kontext zu sagen, wie viel Kategorien braucht man da eigentlich? Wie viel machen Sinn? Weil, wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass jetzt vor wie gesagt, einigen Jahren
dass das, ich weiß gar nicht auch genau, wie es heißt, das Kenner- oder das Expertenspiel des Jahres halt mit draufgenommen worden ist, weil es ist eine schwierige Katalogisierung, finde ich. Und das prinzipiell bei Spielepreisen, wie weit muss man eigentlich gehen? Und da finde ich zum Beispiel beim Spiel des Jahres, finde ich, spiegelt das gar nicht mehr das wider, was die Brettspielszene inzwischen eigentlich hergibt. Warum ist das so? Wie gesagt, ich finde es ganz gut und das zeigt, dass ja auch eine Bereitschaft da ist, prinzipiell diesen Preis immer mal so ein bisschen zu reformieren, indem man halt jetzt vor einigen Jahren gesagt hat, man nimmt als Kategorie eben noch das Expertenspiel dazu. Denn letztendlich war es halt so, dass man mit dem Expertenspiel letztendlich, also ich habe es gerade auch nochmal nachgeguckt, damit ich das nicht dauernd durcheinander werfe, es gibt ja jetzt eben noch diesen Böppel-Kennerspiel des Jahres. So, ein Kennerspiel des Jahres deckt halt eben eher so Expertenspiele ab. Da ist es ja dieses Jahr, also letztes Jahr zum Beispiel, das Paleo geworden, während halt Hauptpreisträger war dann Micro Macro. So. Und das ist natürlich halt immer, ich finde das schon mal prinzipiell, finde ich das, rein eine subjektive Meinung, finde ich, ist das schon mal, was ist besser? Weil Mikro-Makro, Spiel des Jahres. Das heißt also das Spiel des Jahres. So das Kennerspiel des Jahres ist natürlich auch ein Preis, aber wertet es das nicht ab, dann könnte das Kennerspiel nicht auch zugleich das Spiel des Jahres werden. Wisst ihr, was ihr meint? Also das eine ist so das Spiel und das andere hat nochmal eine Katalogisierung so ein bisschen. Finde ich schon mal ein bisschen schwierig von der Aufteilung. Ist mir letztens noch so aufgefallen. Und dann haben wir eben noch das Kinderspiel des Jahres. So, und das war's im Endeffekt. Und ich finde das immer schwierig, weil gerade wo es so vielfältige Spiele heutzutage gibt, was sollte man noch machen? Ich finde zum Beispiel, warum gibt es kein Kartenspiel des Jahres? Ich weiß, wahrscheinlich gibt es da innerhalb der Jury ganz, ganz viele Diskussionen zu diesem Thema. Das möchte ich dir jetzt nicht unterstellen, dass darüber nicht diskutiert wird. Das weiß ich aber nicht, deshalb diskutiere ich jetzt hier für mich mein Brett zum Sonntag. Und das ist eine allgemeine Frage bei Spielepreisen. Jetzt noch nicht mal mehr Spiel des Jahres, wie gesagt, auch wenn das so der wichtigste ist. Aber wie tief soll man gehen? Die andere Gefahr ist natürlich eben auch, wenn ich jetzt zu viel Kategorien nehme, dann verwischt das irgendwann und ist einfach mal so ganz schlimm. Ich habe es mal vor vielen Jahren erlebt, da war ich auf einer Preisverleihung eingeladen von einem befreundeten Verlag, mit dem wir bei uns in der Firma sehr viel zusammenarbeiten und da ging es um ein Audiomagazin und da wurde das, ich glaube, der Preis heißt das Goldene Ohr oder sowas. Das ist ein Preis, den gibt es auch schon seit 30 Jahren oder sowas, wo im Endeffekt eben für die Audiobranche Preise verliehen werden. So, und da gibt es Kategorien. Und es ist ungelogen, dass die, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel es waren, 69 Kategorien hatten. Lautsprecher bis 100 Euro. Lautsprecher bis 300 Euro. Und wirklich 69 Kategorien und diese Preisverleihung. Alter, ich habe mir zwischendurch nach einer Stunde gedacht, ich ramme mir gleich die Gabel in die Pulsadern, damit das vorbei ist. Das war wirklich, wo man sich denkt, so. Also das war wirklich das Negativbeispiel, wie man es definitiv nicht machen sollte, weil das halt einfach, klar, dann gewinnt jeder was und jeder freut sich und jeder hat irgendwie was und jeder geht mit dem Preis nach Hause und ja, gut, okay, semi-geil. Also das darf man natürlich auch nicht machen, dass man plötzlich irgendwie alles macht. Kartenspiele bis 10 Euro, Kartenspiele bis 20 Euro, nein, das auf gar keinen Fall. Aber was ich ein bisschen schade finde bei vielerlei Preisen, das ist, dass solche Sachen Roll and Rides zum Beispiel, der Markt ist voll von Roll and Rides und man mag es nicht glauben, da sind auch gute dabei. Ich mag ja prinzipiell Roll and Ride. Aber ich glaube, ein Roll and Ride hätte seltenst die Chance, sowieso schon mal Spiel des Jahres zu werden, als aber irgendwie auch Kennerspiel des Jahres zu werden. Und Kinderspiel wahrscheinlich eh nicht, weil wegen Schreiben und sowas. So, also ist das halt so eine ganze Spiele-Rubrik, so eine ganze Spiel, so ein ganzes Spiele-Genre, was zum großen Teil schon mal ein bisschen ausgeschlossen wird. Klar, die kommen vielleicht mal, damit sie berücksichtigt werden, auf eine Empfehlungsliste oder sowas drauf. Aber haben dann eigentlich nicht wirklich eine Chance zu gewinnen. Lama war so ein Teil, was ich schrecklich fand, was aber, glaube ich, zumindest auf der Empfehlungsliste war im Bereich Kartenspiele. Wundert mich aber auch nicht, dass das da nicht gewonnen hat. Ich müsste jetzt tatsächlich mal nachgucken, das machen wir jetzt mal. Preisträgerspiel des Jahres. Ob da überhaupt schon mal ein
Kartenspiel zum Beispiel gewonnen hat. So, Spiel des Jahres, Wikipedia, was sagt es? Dann gucken wir uns mal an, oder? Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ehemalige Jury, Preisträger. So, da haben wir es doch. Wir gehen jetzt nicht zu tief zurück. Wir machen jetzt nicht alles. Aber wenn ich jetzt mal schaue, dann haben wir 220 Mikro Makro, dann 220 Pictures. Gut, was? Ich lasse das Thema. Also wie dieses Spiel gewinnen könnte, das ist nach wie vor noch für mich eine Faszination für sich. Aber gut, anderes Thema. So, dann haben wir 219 Just One. Ja, wie gesagt, ist jetzt auch wieder so ein Partyspiel. Partyspiele gewinnen halt auch sehr häufig, habe ich manchmal das Gefühl. 218 Azul. 2019 war übrigens Lama nominiert, genau, und Werwörter waren nominiert. Dann haben wir 2017 King Domino. Echt, seht ihr, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass King Domino mal Spiel des Jahres wurde. Wahnsinn. So, dann Codenames, Colt Express, Camel Up, Hanabi. Ja gut, 2013 hatten wir mit Hanabi ein Kartenspiel, wo ich heute noch nicht weiß, wie dieses Spiel auch gewinnen könnte. Also auch, ihr seht, meine Meinung geht da sehr auseinander. 2011 Quirkel. Ja, also Quirkel-Legespiel, ja. Also, es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, weil gerade, was ich am Anfang schon mal sagte, mit so einer Kategorisierung wie das ist das beste Spiel des Jahres. Das ist kein Spiel des Jahres, schon gut. Also, ist dann wieder auch die Sache so, ja, okay. Machen wir jetzt so ein kleines Spiel zum Spiel des Jahres. Und wie gesagt, es ist ja bei vielen Preisen, bei vielen Awards in der Brettspielszene so, dass man sich überlegen muss, was macht man für Awards? Ich fände es ganz gut, wenn man das wirklich auf die Genres runterbricht. Dann sagt man halt, okay, es sind vielleicht 7 Bereiche. Ist es aufwendiger? Ja, ich glaube, das wird dem Ganzen viel, viel ja, gerechter, dass man wirklich sagt, okay, Strategiespiel des Jahres, von mir aus dann auch das, also ich finde es ein bisschen wie bei den Oscars, da gibt es ja auch bester Schnitt, beste Kamera, wo, dass man so ein bisschen in die Unterkategorie reingeht. Und das kann man dann ja auch machen, bestes Kartenspiel, bester Kickstarter oder bestes Crowdfunding, sagen wir es mal so, was gibt ja inzwischen auch Gamefound und sowas, bestes Crowdfunding des Jahres. Und natürlich halt, dass man sagt, das beste Spiel des Jahres und von mir aus auch, dass man sagt, das beste Kennerspiel und Kinderspiel, das ist ja nochmal die On-the-Top-Geschichte. Aber ich finde, es wird dem gerecht, weil ich glaube, dass da viele, viele kleine, schöne Spiele einfach wirklich keine Chance haben. Und das ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, so ein Roll and Ride. Und ich finde auf der anderen Seite, wenn man das aber auch in so einem engen Korsett schnürt, dass man sich damit ja wirklich auch ein bisschen selber einschränkt und beschränkt, was ja auch schade ist. Weil ich glaube schon, dass es viele Diskussionen mit sich führt. Also ich möchte mit den Jurymitgliedern nicht tauschen, was das halt für eine Diskussion mit sich bringt, um da auf den Punkt zu kommen. Unabhängig davon, ich habe es eh schon mal gesagt, also ich glaube, ich spiele zwar viel, aber ich kann ja ganz gut selber selektieren, was ich spiele. Wenn ich mir bedenke, was die Jury alles spielen muss, holy moly, ihr habt da manchmal echt mein Mitgefühl, muss man wirklich sagen. Also es gibt gewisse Sachen, die würde ich nicht spielen wollen. Und wenn ich weiß, okay, hier muss ich jetzt aber, weil Jury, holy. Ja, aber ich mag es eigentlich, wenn man da letztendlich alles ein bisschen berücksichtigt. Und deshalb bin ich auf meinem Kanal auch kein Freund davon, überhaupt jetzt ein Award zu machen. Es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Awards. Wie gesagt, auch viele Blogger-Kollegen machen sowas ähnliches. Gibt natürlich eben auch die Awards, wie es zum Beispiel auch der Deutsche Spielepreis macht, wo man einfach direkt sagt, komm, wir lassen querbeet einfach nur die Community abstimmen. Das ist natürlich halt immer ein bisschen die Gefahr hin, dass das vielleicht manipuliert wird. Hashtag Klonk, 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 Klonk. Wobei ich auch die Sache damals gar nicht so schlimm fand, weil wenn ich als, und es läuft ja überhaupt, das ist nämlich das andere Punkt, der andere Punkt, weshalb ich das Thema damals viel zu heiß gekocht empfand. Ich erlebe es in ganz, ganz vielen anderen Branchen. Also nehmen wir mal als Beispiel die Musikbranche. Da gibt es ein Publikums-Award, wo die Leute abstimmen können. Dann sieht man doch auf allen möglichen Facebook-Seiten der einzelnen Bands, sieht man doch, dass die Werbung für sich machen und sagen, hier, wir sind nominiert, jetzt stimmen ab oder sowas. Newcomer-Award, hier, jetzt stimmen ab. Hey, gib uns bitte deine Stimme. Teilt das mit all euren Freunden. Das ist vollkommen normal. Also ich habe immer das Gefühl, dass sich so die Brettspielszene dafür schämt, die normalen Methoden und Möglichkeiten von Social Media zu nutzen. Also wie gesagt, das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist eine Gefahr, wenn man einen Publikumspreis hat. Davon dann aber gleich von Manipulation zu sprechen, ja, ist jetzt ein anderes Thema für sich. Aber
sowas ist natürlich auch die Variante. Aber auch da kann man natürlich verschiedene Kategorien festlegen. Und wie gesagt, ich bin ein Freund davon, zumindest ein paar Kategorien festzulegen, denn so kommt halt letztendlich jeder irgendwie zum Zug. Zumindest hat irgendwo sein Part, wo er eher dazugehört. Wie gesagt, so Royal & Rights haben, glaube ich, keine guten Karten, irgendwie jedes Spiel des Jahres zu gewinnen. Und dann kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt. Gerade wenn wir bei so einem wichtigen Award sind. Wie weit ist das für Verlage oftmals auch relevant zu sagen, dann, naja, vielleicht machen wir die und die Spiele weniger, ist jetzt vollkommen überspitzt formuliert. Aber wenn ich halt als Verlag weiß, kommt das halt eh wahrscheinlich keine Chance, da mal zu landen, dann mache ich doch noch mal lieber das x-te Partyspiel Just One. Ist überspitzt, gar keine Frage. Ist trotzdem schade, man merkt einfach, dass das einen starken Einfluss hat und Sachen dabei auf der Strecke bleiben. Und ich glaube auch umgekehrt, dass es manchmal vielleicht auch den Käufern da draußen oder den Konsumenten, also uns auch helfen würde, wenn man eine klare Kategorisierung hat. Ich suche jetzt ein Partyspiel. Was ist denn das beste Partyspiel? Welche Partyspiele sind empfohlen? Das ist ja was ganz anderes. Finde ich da oftmals selten. Ist ein bisschen schade. Ist jetzt auch vielleicht ein bisschen klug dahergeschwätzt und einfacher gesagt. Vielleicht arbeiten die Kollegen vom Spiel des Jahres beispielsweise schon daran. Ich weiß, dass es auch viele Awards gibt, wo das auf jeden Fall etwas besser katalogisiert ist. Die Frage ist, wie seht ihr das? Was wollt ihr haben? Wollt ihr da einfach eine tiefere Katalogisierung haben oder Kategorisierung und ihr sagt dann schon, Mensch, es kann für mich gar nicht genügend Rubriken geben und Bereiche, wo ich abstimmen kann. Komm, am besten so tief wie möglich. Ich sagte, ihr findet es gut, wenn es vielleicht nur diese drei gibt und da kristallisiert sich dann die Essenz der Besten heraus. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in den Kommentaren. Ich freue mich darüber, mit euch zu diskutieren. Wie gesagt, das Thema hat mich letztens so ein bisschen bewegt und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Es ist ja hier gar nicht auch immer beim Brett zum Sonntag, dass ich sage, das ist meine Meinung und das ist so. Also das ist meine Meinung, aber das heißt nicht, dass es so ist, sondern ich finde es eben spannend und stark, wenn ihr eben auch noch dazu gebt, wie ihr das Ganze seht und bewertet. Und das ist immer ganz cool, wenn man so einen Pool hat und es daraus so ein bisschen mit euch diskutiert. Von daher, ich freue mich drauf. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und dann lege ich mich, glaube ich, nochmal ins Bett. So. Genau. In diesem Sinne, es ist Sonntag. Spielt was Schönes. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke. Und tschüss.